Wenn ihr viel Laub im Garten habt, durch eure Bäume, aber keinen Laubbläser und das Laub nicht unbedingt runterrechen wollt, weil vielleicht euer Rasen frisch gesät ist, wie es hier der Fall ist, habe ich einen ganz tollen Trick. In diesem Fall solltet ihr auf keinen Fall abschalten, denn direkt nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Um Laub zu entfernen, was ihr nicht weghaken könnt oder wegrechen könnt, auch nicht mit einem Laubbläser entfernen könnt, weil ihr einfach keinen habt, nutze ich in diesem Fall einen ganz normalen Nass- und Trockensauger, welchen ich euch bereits in diesem Video hier oben vorgestellt habe, welches ihr anklicken könnt. Und zwar, ich zeige euch das mal kurz. Der Nass- und Trockensauger, welchen ich euch vorgestellt habe, hat hier vorne einen Eingang, wo ihr das Saugrohr einstecken könnt, aber hier hinten auch einen herrlichen Ausgang, wo das Gerät anfängt zu blasen. Das heißt, ihr steckt einfach das Rohr hier hinten in diese Öffnung rein, schaltet das Gerät ein und schaut mal, wie schön der Nass- und Trockensauger nun das Laub zusammenbläst. Also, ihr habt nun zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht einen schönen Berg, um das Laub dann aufzusammeln. Oder wie in diesem Fall, blase ich es einfach hier runter. Denn hier unten im Waldbereich interessiert es keinen Mensch. Und man hat im Frühjahr sogar noch frische Erde. Im Prinzip ein biologischer Kompost. Das Grundstück ist größtenteils von Laub befreit. Durch diese Möglichkeit, die ich euch gezeigt habe, mit dem ganz normalen Nass- und Trockensauger. So, also ihr habt gesehen, Laub entfernen ist in diesem Fall gar nicht so schwer, wenn man die passende Technik dafür hat. Wenn man natürlich auch keinen Nass- und Trockensauger hat, kann man sich auch gleich einen Laubbläser kaufen. Aber in diesem Fall ist das Gerät mehrfach nutzbar zum Saugen, zum Blasen, zum Wischen und so weiter. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Jetzt könnt ihr noch was für mich tun, und zwar drückt den Abo-Button, damit ihr auch morgen mein neues Video nicht mehr verpasst. Ciao und bis bald. Und jetzt legt euch wieder hin.